Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS17 auf der Map Appstoffer Heide. Und irgendwie habe ich ja schon seit etwas längerem Probleme mit dem Kollegen hier, der das Feld güllen soll. Und jetzt sind noch andere Probleme dazugekommen, dass zum Beispiel der Deutz ist von der BGA zurückgekommen und hat gar nicht abgeladen. Und das heißt, es wird jetzt irgendwie ein bisschen lustig. Ich werde mir gleich mal angucken, was der T5 macht. Der ist jetzt auch nochmal unterwegs zur BGA. Beziehungsweise, ich kann den Deutz ja auch nochmal losschicken. Den schicke ich jetzt auch nochmal los zur BGA. Und dann schauen wir mal, was der eigentlich macht. Warum, ob der denn ablädt. So, genau. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an, was da eigentlich los ist. Guck mal, er möchte zum Wegpunkt 3 fahren. Ne, er fährt erstmal zu 254, muss der erstmal fahren aus irgendeinem Grund. Obwohl ich eigentlich zu ihm gesagt habe, er soll an 1 starten. Aber das scheint ihn nicht mehr zu resetten in dem Sinne. So, jetzt wühlt er sich da durch, okay. Das funktioniert ja. Und er kommt jetzt wieder hier unten hin. Und, was macht er? Er fährt einfach geradeaus weiter mit Vollgas. Er dreht einfach nicht mehr. Er dreht oben am Feld, aber hier unten am Feldrand dreht er nicht mehr. Kann das sein, dass die irgendwie einen Bug sich reingebaut haben, dass wenn, wie sieht das hier aus? Der MF hat durchdrehende Reifen. Können wir die Geschwindigkeit mal ein bisschen runterdrehen? Mit welcher Geschwindigkeit fährst du hier eigentlich durch die Gegend? Ich würde mal die Geschwindigkeit insgesamt etwas unter 10 km/h packen bei dir. Dass du mal ein bisschen ruhiger fährst. Das war ja gerade eben, sah das ja schon so ein bisschen komisch aus, wie er da entlang geheizt ist. So, wir müssen hier ein Auge auf den Steier halten, weil es gut sein kann. Also da oben dreht er sich, ne? Da wo er auf einer Achse, wo die Wendepunkte auf einer Höhe sind, da dreht er. Aber sobald der Wendepunkt, ah, guck mal, jetzt kommt er klar und fährt, dreht um. Das ist merkwürdig. Irgendwas stimmt da nicht. Also irgendwas ist da ziemlich kaputt, glaube ich. Kaputt. Aber okay, jetzt funktioniert's. Ich hoffe mal, dass er jetzt den Rest hier auch so fertig durchdüngt. Und dass er dann im Feld 1, Feld 1? Ich glaube ja, Feld 1 oder Feld 2? Feld 1, dass er da auf den dann auch anständig düngen kann. Wir werden es einfach beobachten und gucken uns das an, was da so passiert. So, beziehungsweise ich gucke mir das jetzt auch gleich an, was hier mit dem Abladen eigentlich los ist. Warum die nicht abgeladen haben vorhin. Beziehungsweise warum der eine nicht abgeladen hat vorhin. Das ist ja die viel größere Frage. So, jetzt fährt er hier rüber auf die richtige Spur endlich mal. Und muss eh gleich erstmal wieder rüber fahren zur BGA, um sich neue Gärreste zu holen. Das Fass ist nämlich alle gleich. So, jetzt ist das Fass leer. Jetzt fährt er rüber zur Richtung BGA. Das hier ist ja auch Bullshit, oder? Dass der immer, ach so, deswegen kommt er hier in seine Schwulitäten, weil er versucht abzuladen, aber nicht abladen kann. Der hat nicht genug Power, um da hochzufahren, ne? Das ist so das Problem. Der hat nicht genug Power, der Junge. So, dann wollen wir mal gucken, wie das jetzt mit dem Abladen aussieht. Vielleicht haben wir da ja auch wieder Probleme. Dann müssen wir uns tatsächlich hier zum Schieben einen geeigneten Traktor kaufen, der, oder mieten, der genug Dampf hat, um da die ganzen Sachen hochzuschieben, ne? Oder ein Radlader oder was weiß ich. Aber es kann echt gut sein. Ah, okay, er kippt ab. Ja, das funktioniert. Hat er alles abgekippt? Ich hoffe. Ja, er hat alles abgekippt. So, jetzt werden die sich hier natürlich ein bisschen treffen, ne, auf der Straße. Das kann gut passieren. Beziehungsweise, ich kann den ja eigentlich rausnehmen, ne? Ich kann den Kollegen ja mal rausnehmen. Der braucht jetzt ja erstmal noch nicht wieder zum Hof zurückfahren. Also ich brauche ihn schon am Hof gleich. Aber der kann ja auch erstmal hier warten. Bis wir denn soweit sind, dass wir am Hof weitermachen wollen. Vielleicht werde ich den auch jetzt einfach erstmal zum Verdichten einsetzen.
dass ich hier mit drei Fahrzeugen über das Silo rüberfahre und das alles verdichte, was hier ist, damit wir das abdecken können. Und dann kann ich vorspulen, spule ich die Nacht vor, vielleicht auch ein bisschen länger, mal gucken. Und dass ich dann hier vielleicht die Silage schon, oder ja, dass ich dann die Silage, das Deckselgut dann schon zur Silage umgearbeitet ist und ich das dann verkaufen kann. Das wäre dann nämlich auch ganz gut. Wo bleibt der andere Kollege jetzt? Lol. Wo bist du? Der ist gar nicht reingefahren. Was ist hier los? Was ist hier los? Ah, okay. Ihm fehlte die Strecke zum Reinfahren. Der hat einfach gewendet. Ha, alles klar. Da hat die Strecke gefehlt. Hä? Habe ich das. Wieso ist die jetzt. Ja, ich frage lieber nicht. Anscheinend habe ich die rausgenommen und vergessen, wieder reinzustecken. Kann mal passieren. Wusste ich, war mir jetzt nicht so bewusst, dass ich das vergessen hatte. Aber okay. Ist halt so. Kann mal passieren. Vielleicht war das auch eine Strecke. Vielleicht war es auch eine Strecke, die ich irgendwie, was weiß ich, noch nicht so richtig fertig hatte oder irgend sowas. Ich weiß es nicht. Irgendwas ist da bestimmt passiert und ja, es ist halt so, dass es ist halt passiert, ne? Es ist halt passiert. So, fahren wir mit drei Sachen hier durch. Vielleicht auch vier. So, und wenn du dann einigermaßen vorangekommen bist, dann werde ich mal den Abkippmodus anschmeißen. Dann können wir es nämlich gleich ein bisschen verteilen. Dann liegt das da nicht alles auf einem Haufen. Genau, das reicht so. Oh, schade, nicht ganz rumgekommen. Ich hätte gehofft, dass es ganz geht. Also ich muss das mal wieder zusammenklappen. So, dann werde ich die drei Traktoren jetzt so einsetzen, dass die halt verdichtungstechnisch mal hier vor- und zurückfahren die ganze Zeit. Und dann können wir das Silo gleich abdecken und haben dann halt unsere Kohle raus, ne? Oh, guten Tag. So, dann machen wir nämlich Folgendes. Machen wir eine ganz normale kleine Kursaufzeichnung. Nichts Dickes. Soll immer hier so gegenfahren, ganz leicht. Achso, Rückwärtsgang. Rückwärtsgang. So, dann kann er hier auf seiner Spur immer vor- und zurückfahren. Und dann ist er auch da ziemlich schnell fertig mit dem Verdichten. So, zack, alles klar. Das ist eine Strecke, die sollst du abfahren. Fangen am ersten an, ist mir ziemlich egal. Fährst immer schön vor- und zurück. 10 km/h ist in Ordnung. Machst du schon. So, dann haben wir jetzt hier noch jemanden, der Kollege. Den werde ich jetzt auch so einsetzen, aber auf einer anderen Spur, dass der auch so ein bisschen vor- und zurückfährt. Und dann haben wir das nämlich hier auch gleich erledigt. So, da noch ein bisschen verteilen. Ist klar, kriegst eine Kursaufzeichnung rein. Fährst ein bisschen vor, bis hier ungefähr. Zack, reicht. Einmal Rückwärtsgang. Rückwärtsgang. So ein bisschen hin und her. Ne? Bisschen hin und her gedreht. Damit das auch so ein bisschen akkurat aussieht. Vorwärtsgang, bisschen vorgefahren. Stopposition. Einmal einen Kurs. Fängst am nächsten an und fährst vor und zurück. Gut. Rein theoretisch müsste das jetzt reichen, dass das hier verdichtet wird. Denke ich. Also, wir gucken es uns später nochmal an, aber rein theoretisch müsste das eigentlich klappen. So, wenn die beiden da die ganze Zeit hin und her eiern. So, was wir jetzt machen ist, ich nehme den Anhänger mal ab. Oh, vorwärts fahren bitte. Den Anhänger ab. Dann nehmen wir uns den Tandem-Anhänger dran. Genau, zack, da ist er. Und dann hängen wir an den Tandem nochmal den Drehschemel dran. Dann fahre ich mit beiden Anhängern zurück zum Hof. Na, komm. Doch nicht. Doch nicht so, wie ich wollte. Das war ein bisschen zu doll eingelenkt, aber. Was ist denn da jetzt? Bin ich echt nicht dran? Nee, noch nicht. Da ist er. Guti, dann nehmen wir die beiden und fahren zurück zum Hof. Schmeißen an den T5 das Mähwerk schon mal ran. Und dann werden wir uns die nächste Wiese suchen. Und da einmal ein übermähen. Weil der Steyer ist jetzt ja eh noch beschäftigt mit dem Fahren der Gülle. Die Jungs da sind beschäftigt mit dem Verdichten.
Der RSM steht rum zu Hause. Das ist ja nicht so wild. Ich weiß gar nicht, ob ich noch ein Feld mit Mais überhaupt habe oder was eigentlich mein nächstes Feld ist. Vielleicht können wir den auch abgeben. Dann spare ich die Tagesmiete, ne? Dann spare ich die Tagesmiete auf jeden Fall. Ich glaube, wir geben den wieder ab. Ich muss mal gleich mal gucken, was ich noch an Feldern habe. Weil ich werde mich jetzt eh erstmal wieder auf ein bisschen mehr auf Feld, auf Wiesen konzentrieren, dass ich hier so die ganzen Flächen, die hier sind, so mal abgemäht bekomme. Vielleicht machen wir auch ein bisschen Wood. Oh, das können wir eigentlich auch machen, ne? Sobald ich. Aber dafür brauche ich erstmal wieder Geld. Dass ich mir diesen einen Aufsatz kaufe. Nicht den einen Aufsatz, sondern es gibt auch so einen kleinen Häcksler. Und ich habe ja noch so viele kleine Holzstücke in dem einen Fahrsilo rumliegen. Dass ich die einmal kurz durchhäcksle. Dass ich da auch daraus Hackschnitzel mache und die Hackschnitzel dann verkaufen fahre. Das ist eigentlich auch eine ziemlich gute Idee. Da hinten flackert was. Oh, ich habe gegen das Mikro gekommen. Entschuldigung. Da hinten flackert was ganz komisch. Zack, einmal hier rum. Dann wollen wir mal gucken, dass wir irgendwo gleich die nächste Wiese abgemäht bekommen. Und ja, tatsächlich werde ich das dann wieder gleich wieder mit Ballen machen. Dass wir Silageball machen. Ich glaube, habe ich irgendwelche Fahrzeuge ausgeliehen, die ich jetzt nicht mehr hatte? Von der Silage-Aktion von meiner letzten? Ich glaube nicht, ne? Der ist da schön dabei, hier seine Gülle zu verteilen. Die Gärreste natürlich, nicht die Gülle. Die Gärreste zu verteilen. Stimmt, auf dem anderen Feld, was ich habe, da liegt ja gar kein Mais drauf. Hier wäre halt ein Feld mit Mais, ne? Wenn wir das Feld 8 uns kaufen könnten, dann könnten wir da Mais abernten. Aber ich glaube, das ist utopisch zu denken, dass ich mir das in irgendeiner Art und Weise irgendwann mal leisten könnte. So, die beiden Anhänger. So wie sie sind, werde ich sie, glaube ich, auch hier in eins der Fahrsilo reinstellen. Siehst du, das ist ja irgendwie schon. Die Fahrsilos verkommen so langsam zu einem Parkplatz von mir. Aber so ist das halt, ne? Irgendwo müssen wir ja hin mit den ganzen Sachen. Ich glaube, den RSM gebe ich wieder ab. Der kostet mich nämlich auch irgendwie so 5000 oder so über Nacht. Also pro Tag. Und wenn ich den morgen am Tag nicht brauche, dann ist das irgendwo Geldverschwendung. Kann das sein, dass ich die Folienmaschine nicht mehr habe, weil ich die ausgeliehen hatte. Muss mal ganz kurz gucken. Die Folie, die Einwickelmaschine. Doch, die habe ich, alles klar. Das ist meine Ballenpresse, habe ich auch. Spada steht auch darum. Alles klar, dann habe ich die ganzen Sachen. Dann bringen wir den RSM mal wieder weg. Ach, weißt du was, da muss ich noch nicht hinlaufen. Das kann ich ja auch so machen, ne? Zurückgeben, genau. Einmal das weg, den RSM einmal zurück, weg. Genau, dann habe ich die drei Sachen noch. Die will ich aber tatsächlich behalten. So, lass mal ganz kurz gucken, wie das jetzt hier aussieht mit dem Verdichten. 71%. Ich glaube, als sie angefangen haben, waren die auf 68%. Also sieht das ganz gut aus. Das geht voran. Ich hoffe, dass das vorangeht. Und dass es nicht einfach nur... Oder hier muss ich den ganzen Kram noch hoch. Ich schiebe den ganzen Kram hoch. Wisst ihr was? Das schieben wir alles hoch. Mir ist das zu unsicher. Wenn die jetzt hier nur 3% gemacht haben in der Zeit. Ich will das halt gerne zudecken. Aber wenn die hier nicht vorankommen, ne, nichts machen, dann bringt mir das alles nichts. Und dann habe ich auch die Maschine halt umsonst ausgeliehen. Ne? Ich will halt hier auch ein bisschen was will ich ja auch an Gewinn machen mit den ganzen Zeugs. Also ich finde das auch, also anscheinend ist mein Traktor, also der Kurs funktioniert mit dem automatischen Verdichten und Verteilen. Aber anscheinend ist mein Traktor, den ich da habe, der kleine MF, einfach zu schwach dafür, dass er es nicht sauber hinkriegt, die Sachen da hochzuschieben. Und deswegen werde ich das jetzt mal kurz mit dem Deutz machen. Der hat, glaube ich, ein bisschen mehr PS, meine ich, als der kleine MF. Und deswegen werden wir jetzt hier mal die Sachen von Hand hochschieben, ranschieben. Mal gucken, wie das ausgeht. Ne, einmal komplett hoch und dann wieder vor. Dann bauen wir uns nämlich da hinten so eine kleine Schanze.
Und werden die dann einfach verdichten fahren. Und dann ist gut. Kann da einer die ganze Zeit quer drauf entlang fahren und dann ist da, ist das ja eigentlich auch geschwätzt. Sozusagen. So, einmal abladen. Genau. Das sieht auf jeden Fall einen kleinen Ticken besser aus. Als das, was wir vorher hatten. Ich werde jetzt wahrscheinlich mehrmals hier rein und raus fahren müssen. Weil es mir jetzt ja immer zu beiden Seiten weggeht, ne? Aber das wird etwas sein, was ich auch morgen noch weiter verfolgen werde. Kann ich jetzt hier nichts schieben? LOL, was ist hier denn los? Dass ich das morgen auch noch weitermache. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. So. Dass ich das morgen auch noch weiter verfolge. Und ich kann hier nichts schieben. Och, bitte, ey, please. Was ist denn das hier für eine... Was ist das hier für ein Silo? Wieso kriege ich denn da jetzt nichts? Also, mir wurde schon gesagt, dass es halt nicht so hundertprozentig ist, das Silo. Aber, dass ich jetzt hier teilweise noch nicht mal mehr was schieben kann. Dass hier eigentlich gar nichts liegt. Oh, das ist jetzt echt mad, ne? Was ist denn da? Oder ist das jetzt hier alles hundertprozentig verdichtet und er will jetzt nicht mehr, dass ich irgendwas schiebe? Hier kann ich auch nichts mehr absetzen. Also... Ich gehe jetzt hier nochmal rein. Hier ist ja das Neue. Oder hier liegt ja Neues. Da haben wir jetzt eine Welle gedrückt, aber das ist mir ziemlich egal momentan. Na gut, wir werden uns morgen nochmal ein bisschen damit auseinandersetzen. Und entweder bewegt mich die BGA jetzt wirklich langsam dazu zu sagen, okay, Apps auf Heide, es tut mir leid. Oder ich finde noch irgendeine Lösung, irgendwas, um zu sagen, okay, es macht mir hier drauf noch weiterhin Spaß. Jetzt geht's anscheinend wieder. Alles klar, wir werden uns morgen wieder weitersehen. Wir werden morgen weitersehen und auch wiedersehen. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke für den ganzen krassen Support. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich selber über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns morgen bei einer weiteren Folge wieder. Also bis dahin, bye bye.